alles gibt oder auch einmal Kontakte knüpfen möchte. Ja. Das was ich auf der Universität probiert, ob es funktioniert. Erfolg. Wobei es sind ja, einige. Es sind eh einige aus der Pfeifenlosergruppe, die aus der Uni aktiv sind. Das müssen wir darum. Das macht einfach nichts anderes wie das. Ja. Ich kann gerne Kontakt. Das heißt, wenn das nichts macht, dann kannst du was machen. Ja, was super, ja. Dann frage ich den Lukas. Der hat nämlich vorher den Vortrag gemacht über die Regular Expressions. Super. Der ist auf der Tonne. Da gibt es Wasser von Füßen. Der Horst wahrscheinlich, oder? Das soll? Na, umgekehrt, was? Die haben schon einen fixen Raum. Na wohl, wir haben schon was. Schon ja, das schon. Ja, aber grüß. Ja. Da bin ich begrüßt. Ja. Ja, da ist es, also ist der Horst dahinter. Ja. Ja. Ihr braucht nur das Bier nicht mit. Ja. Hallo? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja, aber ich renn nochmal dumm und rennst du mal dumm oder bleibst du stehen? Okay, es ist an. Okay. Cool. Rein in die Stube. Bist du schon vorbei? Ja. Das heißt, worüber wird das? Aha, das ist das Publikum. Ich will es einfach in der Hand halten und ich werde es dann hier übernehmen. Und sie wird ja die Zeit durchgehen. Ja? So, ich würde vorschlagen, wir fangen dann kurz an. Das ist der Dominik, ich bin der Karl. Wir sind von der Firma Infonova. Wir sind wieder. Wie viele von euch kennen Infonova? Hand hoch. Ja, bist du dabei. Cool. Wir werden dieses Wissen jetzt intensivieren. Ich bin für den coolen Part von dem Vortrag. Ich stelle nämlich die Firma vor und so ein paar allgemeine Sachen und der macht dann irgendwas über Usability. Es ist ein Firmenvortrag, deswegen müsst ihr jetzt den coolen Part über euch ergehen lassen und ihr könnt es nicht wegrennen, da ist zugesperrt. Nein, ist nicht so schlimm. Das ist eine Marketingfolie, die werden wir gerne überspringen. Was macht Infonova? Für diejenigen, die Infonova nicht kennen oder nicht so genau. Infonova macht sehr viele verschiedene Sachen. Wir zwar sind zum Beispiel in der Produktentwicklung von einem Produkt, das nennt sich R6. Ist jetzt mehr pixelig, als ich geglaubt habe. Wir haben weltweite Kunden in sehr unterschiedlichen Domänen. Also traditionell kommen wir aus dem Telco-Bereich, also große Anbieter wie A1 würden so ein Produkt wie R6 einsetzen, aber wir haben eben, haben wir überhaupt einen Österreich? Oh ja, schon, wir haben Österreich Kunden, aber nicht im Telco, im klassischen. Ja, aber nicht mit R6. Wir machen agile Softwareentwicklung mit Scrum. Wir nehmen Scrum ernst, also wir schreiben es uns nicht nur auf die Fahnen, sondern wir machen wirklich was. Wir haben auch Abteilungen, die sich um Operations und Support und so weiter kümmern, über sehr viele verschiedene Sachen. Nicht nur R6, sondern wir betreuen auch im Rahmen vom Konzern, also Infonova gehört zum großen Bearing Point Konzern und wir sind sozusagen die IT-Abteilung von Bearing Point zusätzlich noch. Wir arbeiten, soweit es geht, mit State-of-the-Art-Technology. Ich muss sagen, für so eine große Firma, wir haben fast 400 Leute, also wir sind stark am Expandieren. Am Schwarzl unten sitzen über 350 Leute, da ist unser Hauptsitz, dann haben wir noch ein Büro in Wien. Und für diese große Firma, muss ich sagen, bin ich selber sehr überrascht gewesen, wie gut wir es schaffen, mit aktueller Technologie zu arbeiten und nicht nur die uralten Sachen von anno dazumal weiter zu pflastern. Wir haben so Sachen
das hat natürlich auch mit der agilen Entwicklung zu tun, Continuous Integration. Und ich habe nur ein paar Schlagwörter aufgezeichnet. Also wir sind durchaus in sehr interessanten Gebieten unterwegs und nicht nur inhaltlich, sondern auch sozial. Das war unser Business und das ist jetzt, womit wir nebenbei auch noch relativ viel Spaß haben. Infonova. Sucht sie Leute vielleicht? Ja, wir suchen Leute. Falls das noch nicht rausgekommen ist. Wir suchen Leute, die für uns arbeiten und die mit uns Spaß haben. Also natürlich, wir sind eine ganz normale Firma, wo wir halt was produzieren, aber die Folie, da soll ich unterstreichen, dass wir nicht immer eine nur normale Firma sind, sondern ich finde, dass Infonova ein sehr, sehr gutes Arbeitsklima hat und das auch aktiv fördert. Also nicht nur mit einer legendären, wirklich legendären Weihnachtsfeier, sondern wir haben auch gratis Getränke, also Kaffee, Mineralwasser und so weiter. Für Nachschub ist gesorgt. Wir machen sehr viel im Bereich Gesundheitsvorsorge. Wir organisieren zum Beispiel jetzt im Zuge vom Businesslauf ein Laufteam unter anderem. Und da ist immer wieder was los. Wir haben einen Masseur, der zweimal die Woche vorbeikommt und natürlich für die Mitarbeiter gratis massiert. Wir haben Team-Events, das heißt, für jeden Mitarbeiter steht pro Jahr ein gewisses Budget zur Verfügung, dass man mit so lustigen Sachen wie Go-Kart fahren oder für irgendwelche Partys oder Kletterpark oder sonst was verbrauchen kann, ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Es fördert natürlich dann auch die Teamzugehörigkeit, also es ist eine Win-Win-Situation. Wir haben Unterstützung für Essensmarken und wir haben Obst, gefällt mir persönlich am besten von dem Ganzen, weil ich immer meine Obstschüssel, die sich selbst füllt, vor der Nase stehe habe. Und wir investieren natürlich auch für unsere Mitarbeiter in Fortbildungen, machen selber intern Kurse, wir haben von externen Leuten die Kurse halten. Also ich finde, dass Infonova ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber ist und ich werde jetzt nicht extra dafür bezahlt, dass ich das sage. So, und damit leite ich jetzt zu dem öden Vortrag über ja, irgendwas mit Usability. Du kannst schon mal mit deinem Mikro spielen. Okay. Ich spiele mit deinem VGA. Oh. Das ist nur temporär. Ich glaube, es ist gut. Jawohl. Super. So, guten Tag. Ich bin der Dominik und wie Karl schon erwähnt hat, ich arbeite auch bei Infonova. Unsere Rolle ist dort, wir sind Product Owners, das heißt die Leute, die definieren, was im Produkt reinkommt. Wir sind so die Zwischenperson zwischen der Kunde und die Entwickler und leiten da die Übersetzung. Und zu mir selber, ich eigentlich komme nicht ursprünglich von Software. Ich habe Architektur studiert. Ich bin von einer ganz anderen Welt rein in die Software eingerutscht. Wobei, für mich war es immer interessant, wie ähnlich die zwei Welten sind. Oder man kann immer Parallelen finden. Und das sind viele Sachen, die man konfrontiert sieht, wenn man Gebäude baut, sowie auch in der Softwareentwicklung. Aber ich sage immer dazu, das Bugfixing ist halt viel leichter in Softwareentwicklung. Und aber es, für mich war es auch spannend insofern, weil meine Rolle da bei Infonova oder in diesen R6 Entwicklung ist Usability, User Experience, the User Interface Design, alle die Sachen, die dort reinfallen, da habe ich meinen Schwerpunkt. Und ich greife auch immer wieder zurück auf das alltägliche Leben und das werde ich auch heute ein paar Beispiele zeigen. Und eines, das auch mir immer ich interessant gefunden habe, ist, in einer Vorlesung, Arno Datzmar, in meinem Architekturstudium, hat uns ein Professor eine interessante Frage gefragt. Und das war, wie weiß man, wenn ein Raum die richtige Temperatur hat? Und ich schmeiße jetzt die Frage auch an euch hinaus. Wie würde man das? Wie? Es hat irgendwas mit Katzen zu tun. Nein, ich soll nur zeigen, dass es gut passt. Nichts mit Katzen zu tun. Wobei bei Katzen... Wenn man sich keine Gedanken darüber machen muss, ist es zu warm, ist es zu kalt. Perfekt, genau so ist es. Bei uns im Hörsaal hat... Ich muss nochmal wiederholen fürs Mikro. Okay, Entschuldige. Die Antwort lautet,
wenn man eigentlich kein Bewusstsein hat über das Thema Temperatur, sind mit den Gedanken ganz woanders, dann passt die Temperatur. Und ich wette, jetzt nicht mehr passen, weil jeder darüber nachdenkt. Aber es ist eigentlich das genau Gleiche beim Thema Usability. Usability spürt man nicht. Das heißt, wenn alles passt, wenn alles läuft, und das gilt auch nicht nur für Software, weil wenn wir mal jetzt von Software reden, dann spüre ich nicht die Umgebung, in der ich arbeite. Ich arbeite einfach. Gut, leicht gesagt, gell? Und wie kommen wir dorthin? Das ist natürlich das schwierige Teil, ist von diesem Konzept zu der Realität und die Arbeit, die Entwickler leisten müssen, dass sie dort auch landen. So, ich fange aber mal an mit einem Thema, das ein bisschen oben schwebt, und das heißt Flow. Kennt jemand den Begriff Flow? Flow ist ein englisches Wort, das heißt fließen. Das heißt, in dem Fall, was oft Musiker, in dem Fall Sportler erleben, dieser Zustand, wo alles einfach fließt, wo ich nicht mehr denke über, wie ich was mache, ich tue es einfach. Und ich stelle mir vor, der Lang, wenn er Klavier spielt, er denkt nicht mal über die Tastatur oder Klavier. Wenn er Anfänger Klavier sitzt, sucht er. Gell? Aber er hat das einfach intus. Der ist schon im Modus, wo die Musik von ihm rausfließt einfach. Gell? Und das ist der Idealzustand. Das ist, kann auch bei Software vorkommen. Und das sind die Beispiele für die Software, die man das erlebt, sind die Sachen zum Beispiel, wo Leute sehr viel mit einer Software arbeiten und es so schon im Griff haben, wo das einfach passiert. Das heißt, sie denken nicht mehr darüber nach, über den Interface oder die Umgebung und greifen einfach dorthin, wo sie hingreifen müssen und tun im Prinzip das, was sie machen müssen. Und das habe ich auch oft erlebt mit CAD. Ich bin eigentlich reingestolpert in Softwareentwicklung durch CAD, Computer Aided Design. Und habe dort oft beobachtet, ich war auch so ein Fall, ich habe zeitlang gezeichnet und so viel, dass ich auch diesen Punkt erreicht habe. Und es waren Leute, die viel, viel weiter fortgeschritten als ich. Das war eigentlich toll zum Zuschauen, wie niemand da einfach zeichnet, ohne dass irgendetwas da gedacht wird, komischerweise, ohne Denken. So, wie schafft man diesen Flow-Zustand? Ja? Und natürlich, das wäre ein viel zu großer Vortrag für den kleinen, ein wenig Zeit, das wir heute haben. Und so heute habe ich drei Punkte einfach mal rausgesucht und zum jeden werden wir das genauer dann anschauen. Wer, wie, warum, leicht zu merken. Ja? Gut, fangen wir mit Wer an. Und hier, es gibt viele Wers, wenn man in Softwareentwicklung dabei ist, Stakeholders oder Leute, die ein Interesse haben, an was gebaut wird, von natürlich die Leute, die das in Auftrag geben, bis hin zu die Leute, die es anwenden. Und ich beschränke mich jetzt auf die Gruppe, weil es geht wirklich um die Usability in dem Fall. Und hier gehen wir in das Thema rein, Zielgruppen. Das heißt, das Wer heißt die Zielgruppe. Und wie man das sieht, es sind alle möglichen Leute, die da mit Software arbeiten können. Von jung bis alt, von Künstler bis Techniker, bis alles dazwischen, Leute, die sehr affin sind mit technischen Sachen und wo oft Software vorkommt, bis hinzu zu Leuten, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben wollen. Und wichtig ist als Entwickler und im Prozess, wo man Software entwickelt, dass man immer das im Kopf behält, mit wem man zu tun hat. Ja, von wem mache ich das überhaupt? Und da gibt es Beispiele. Zum Beispiel nehmen wir mal so ein Fahrkartenautomat. Jetzt möchte ich nicht sagen, dieser Fahrkartenautomat funktioniert super. Ich habe schon meine Ärgernisse gehabt mit dem da, genau den da. Nicht genau den, aber woanders, aber gleiches Modell. Und, aber eigentlich, was bedeutet das? Hier kommen Leute, die selten mit dem Ding oder noch nie irgendetwas mit dem Ding zu tun gehabt haben. Leute, es gibt Leute, die super sehen oder wie ich, die eine Brille brauchen und vielleicht nicht gerade eine haben. Da ist immer dieses, da steht einer dahinter, der wartet schon. So ist es unter ein bisschen einem Druck, dass man Fahrrad kauft oder Zugfahrt vielleicht. So diese Bedingungen verlangt auch von den Personen, wer wird dort stehen, was ist sein Zustand, wie geht er mit dieses Ding jetzt um, was muss ich machen als Entwickler, dass ich ihm helfe, seine Fahrkarte zu kriegen, in einer Art, wie er es am leichtesten tut. Und nicht nur
ist ein ganzes Spektrum wieder von Leuten, gell? Von Kindern bis Alte und alles dazwischen. Ja? Gut. Wie ich schon vorher erwähnt habe, sind auch ganz andere Interfaces. Ich meine, ist das ein usable Interface? Weil es ist vielleicht für viele Leute hier, die mit Linux arbeiten, schreckt das eigentlich überhaupt nicht ab. Eine Kommandozeile, manche Leute würden schreiend davonlaufen. Ich habe eigentlich eine interessante Erfahrung gehabt. Ich habe für einen sehr großen Softwareunternehmen gearbeitet, die CAD produzieren weltweit. Und ich bin dort eingestiegen, kurz nach Windows so war, dass so performant war, dass es tatsächlich auch CAD, ein komplexes System mit CAD, das viel verlangt von einem System, auch laufen konnte. So, es war relativ Neuland. Vorher war alles auf DOS. Gut, da war diese Kommandozeile war in Gefahr. Da war die ganze Marketingabteilung war so begeistert von Windows und hat überall mit jedem Input gleich ein Dialogfenster bauen wollen. Und da war eine kleine Gruppe von Leuten, ich inklusive, die sehr hart gekämpft auch gleichzeitig gegen diese Bewegung oder sagen wir diese Bewegung mit Bewusstsein, diese Kommandozeile auch nicht zu vergessen, wenn irgendein neuer Befehl kommt, dass die Kommandozeile genauso fließt, weil die Leute, die tatsächlich mit CAD arbeiten, wollen keine Fenster, die wollen arbeiten. Und die Tastatur ist einfach die schnellsten Möglichkeiten, irgendetwas einzugeben. Und wie ich schon vorher erwähnt habe, die Leute, die extrem schnell unterwegs sind, machen das ohne zu denken. Allerdings die andere Zielgruppe, der selten mit CAD zeichnet und braucht sehr wohl mehr Händchen halten und wird vielleicht überhaupt die Kommandozeile nie verwenden. So, das war so ein bisschen ein Zwiebel, wo beides eigentlich notwendig ist. Und das hier, kennt jemand den Ausdruck Here There Be Dragons? Es gibt ein paar. Ja, Here There Be Dragons, das kommt von, man sagt von alten Karten, wo man nicht wirklich, wo man ein bisschen Angst hatte von was dort draußen ist und das sind die Ungeheuer, wo die Schiffe zum runterziehen und die ganze Seemann auffressen. Aber das ist auch in der Softwarewelt, hat es ein bisschen ein geflügeltes Wort. Das bedeutet, von hier an kannst du Sachen kaputt machen, musst wissen, was du hier tust. Und das ist aber auch eine ganz okay, ein Einsatz, das ganz okay ist. Weil wenn ich weiß, ich arbeite mit Leuten, also ich entwickle eine Umgebung und die Leute dort kennen sich voll aus und sie wissen, was sie wollen. Ich stelle zum Beispiel wirklich die reine Kommandozeile, wo ich einen Befehl eingebe und mein ganzes System oder Umgebung vernichte oder irgendeinen Prozess starte, der alles in die Knie bringt, wenn ich muss aber wissen, dass ich das nicht tue oder dass ich vorsichtig bin. Gleichzeitig habe ich die Macht, aber größere Sachen sehr schnell zu bewegen. So, es ist ein Spektrum, gell? Dieses, für wen erzeuge ich meine Software, meine Umgebung und was wollen sie, was brauchen sie, sodass sie ihre Arbeit machen können. Und man muss wirklich dieses Spektrum immer im Auge behalten, wenn man irgendetwas entwickelt. Eine Hilfestellung, das oft gemacht wird, ist solche Personas. Das ist ein Beispiel, wo man beschreibt, irgendwie ein typischer Anwender. Und es soll eigentlich nicht ein echter Person sein, aber jemand, der vielleicht Beispiel als Beispiel darstellt. Und den hängt man auf in die Entwicklungsumgebung und man fragt immer wieder, kann in dem Fall unser Busy Student Jack, kann der Jack das oder passt das für den Jack oder ist der Jack da jetzt zufrieden mit dieser Umgebung und so weiter. Ist halt ein Werkzeug, das auch manchmal eingesetzt wird, dass die immer daran erinnert werden, okay, für wen wird das tatsächlich gebaut. Gut, dann haben wir die zweite Frage, das war mal das Wer, das Wie. Und das Wie hat natürlich, wenn ich Wie sage, dann kann ich alles Mögliche meinen. Und ich schränke jetzt ein auf Wie denkt jemand. Wie arbeitet jemand? Gell? Was ist, es geht um Welten. Und ich möchte jetzt ganz ein interessantes Beispiel daraus ziehen. Ich habe sehr oft beobachtet bei Softwareentwicklung. Das sind die Welten von Entwicklern, die Leute, die Software bauen, und die Welten von den Leuten, die Software anwenden. Und wie diese zwei Welten manchmal nicht gut miteinander auskommen. Das heißt,
wo die eine Welt in die andere überschwappt. Jetzt, ich beschreibe das einmal. Erstens einmal einfach dieses Bild, ich habe das so lustig gefunden, weil es stimmt irgendwie. Gell? Auf der einen Seite haben wir, wie die User die Entwickler sehen, gell? Und auf die andere Seite, wie Entwickler die User sehen. Gell? Und ich glaube, es ist einfach, da ist diese zwei Ansichten. Aber schauen wir mal jetzt einfach einen konkreten Fall. Und das ist, ich finde ja ganz was Lustiges. Es gibt zwei Systeme, also jeder fährt Auto und weiß, wie es ist, wenn man vor einer Ampel wartet. Und die Ampeln, die mir am meisten ärgern, sind die doofen Ampeln, die einfach auf Zeit geschalten sind. Und man steht da und es ist kein Verkehr in die Gegenrichtung, aber es ist dauernd grün dort und ich möchte gerne weiterkommen. So, da hat sich jemand was Cleveres ausgedacht. Man gibt einfach einen Sensor im Boden rein und wenn der Auto drüber fährt, über diese Schleife im Boden, da löst der Sensor das aus und weiß die Ampel, aha, da wartet jemand und schaltet. Das ist eigentlich eine super Lösung. Gut, gesagt, getan. Und jetzt schauen wir mal so ein Beispiel an, wie das dann mal gelöst worden ist. Gut, ich habe diese Schleife im Boden und natürlich soll der Autofahrer drüber fahren. So, was mache ich? Ich gebe ein Schild hin, da steht, bitte Schleife befahren, damit die Ampel schaltet. Und ja, das, was soll das? Ich meine, okay, jemand wird vielleicht wissen, das sind viele Leute, die sogar wissen, der im Boden als eine Schleife ist und werden den Connects machen. Ah, Schleife im Boden, okay, drüber fahren. Und die wird ja vielleicht da irgendwo sein. Ah, und da gibt es sicher einen ganzen Haufen Leute, die keine Ahnung haben, was das heißt. Und es ist im Prinzip, was hier passiert, ist, die Entwickler haben, jetzt ist es nicht Software nur, es ist auch Hardware, aber wir sagen jetzt einmal, die Entwickler haben mal dieses System gebaut und haben gewusst, wenn ein Auto nicht auf dieser Schleife steht, dann ist es noch schlimmer, weil der steht vor ein ewiges Rot. Gell? Dieses System ist so ausgerichtet, dass es nur schaltet, wenn jemand auf die Schleife steht. Besser ein Schild hingeben, sodass diese Person auf die Schleife fährt. Gell? und ja, da hat jemand sich was Besseres aus. Oder vielleicht hat jemand da eine bessere Lösung. Drücken für grün. Aussteigen. Ja, genau. Ja, bis zur Haltelinie noch vorfahren. Bis zur Haltelinie noch vorfahren, genau. Das ist eigentlich noch besser, weil jetzt rede ich mit dem Anwender in seiner Sprache. Ich fahre bis eine Linie zur Vorfahren. Klick, das kann ich aber schon kapieren. Ja. So, es ist diese nächste Stufe noch vorwärts gehen. Okay, aber kann man das noch verbessern? Kreisverkehr. Nee. Ich meine, jetzt nicht unbedingt das Grün, es kann noch rot sein, aber kein Schild. Ich meine, wer fährt nicht bis zur Linie vor? Und das ist einfach die Schleife so zu platzieren, wo es einfach funktionieren wird. Und das Wichtige hier ist, wir sind bei dem, wie denken die Leute? Ich bin beim Autofahren, ich bin nicht beim Schleifen überfahren. Nein, drüberfahren, gell? Ich möchte aber, dass die Ampel schaltet, ja klar, aber was mache ich natürlicherweise? Ich fahre noch vor und warte, bis die Ampel fährt. Das ausnützen. Das heißt, immer im Kopf behalten, wie denkt der Person, mit dem ich jetzt was entwerfe? Was geht im Kopf vor? Was haben Sie? Man muss sich in diese Rolle versetzen und einfach überlegen, wie ist die Erlebnis da bei der Person mit meinem System? Gut, jetzt kommen wir beim Warum an. Und hier meine ich, warum bin ich da überhaupt bei diesem Software-Applikation oder beim Autofahren oder irgendetwas? Und was ist mein Ziel? Es geht um Ziele. Es geht um mich zurechtfinden. Das gibt es wirklich. Ich wohne dort in die Nähe. Und ich verstehe auch, warum es so ist, weil Afram Berg wirklich in zwei Richtungen geht. Aber es ist schon verwirrend für jemanden, der daherkommt. Ja? Hier möchte ich aber auch ansprechen, man muss auch manchmal die Leute helfen, ihre Arbeit zu machen, indem man auch ihre Ziele ganz klar vor die Augen hat. Nehmen wir ein Beispiel von einem sehr bekanntes und verbreitetes Textbearbeitungsprogramm. Und das ist, wie wir alle wissen, ist über viele Jahre entwickelt worden. Und da ist auch dieses, ich kann etwas nur verkaufen, wenn es besser wird. Gell? Und so, neue Features müssen her. Und neue Features müssen her. Und so weiter. Und neue Features müssen her. Und jedes Mal ist was Neues, sonst würde ich es nicht kaufen. Gell?
Und mit der Zeit wird das Ding ziemlich überladen. Und ich möchte einen Brief schreiben. Ich möchte einfach einen Brief schreiben. Und warum muss ich jetzt diese ganzen Kram da oben haben, nur dass ich einen Brief schreibe und ausdrucke oder versende per E-Mail oder was auch immer? Der ist eine andere, da hat jemand einen anderen Ansatz genommen. Und die sind eigentlich ziemlich populär geworden in letzter Zeit. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ist ein Software, auch ein Textbearbeitungsprogramm, das eigentlich nicht so extrem viel weniger kann. Also, zugegeben, sehr viel weniger ist es schon. Das sind viele Sachen, die nicht funktionieren. Aber für jemand, der schreibt, sind im Prinzip alle die Sachen, die er da braucht. Und er hat nicht den ganzen anderen Müll. Und das Ziel, mein Ziel ist, ich möchte einfach was schreiben und ich möchte einfach das Minimum, das haben, was ich brauche, um meinen Schreiben zu machen. Ich möchte nicht sagen, dass das andere Überladene, als ich es darstelle, ganz böse, hat auch seinen Zweck. Das sind Fälle, wo ich kann es auch aufräumen, ich kann die Umgebung anpassen, wer macht das schon? Aber ich kann auch dort Sachen finden, zum Beispiel mehr intensive Werkzeuge, die ich da hier nicht habe, gewisse Werkzeuge, die ich da nicht habe. Aber für eine gewisse Masse von Leuten, die nur schreiben wollen, ist ein Markt für sowas da. Und die Sachen verkaufen sich auch gut. Also manchmal kann man auch überlegen, wenn man etwas entwickelt, mache ich wenig genug eigentlich? Gell? Habe ich wirklich das reduziert auf das, was die Ziele von meinen Anwendern wirklich anspricht? Man muss Nein sagen können. Und da ist, das ist jetzt von einer Firma, 37 Signals. Vielleicht wenn ihr 37 Signals habt, ihr vielleicht gehört von Ruby on Rails, wurde von denen entwickelt ursprünglich. Die Firma gibt es eigentlich nicht mehr, die haben sich weitergewandelt. Aber kurz einmal zu was da steht. If we added every single thing our customers requested, no one would want our products. Die haben genau gewusst, dass wenn sie ihre Produkte zu beladen mit Kram, verlieren sie eigentlich die Kerngruppe oder die Zielgruppe, die das Software verwenden will, der Großteil von ihren Kunden, der Grund, warum sie dort sind. Und der eine, ich weiß nicht mehr den Namen von einem von den Hauptleuten dort, der das gesagt hat, der hat gemeint, er hat so ein interessantes System gehabt für Wishlists. Also es ist bei jedem Softwareunternehmen kommt das rein. Die haben das auch. Wäre es nicht toll, wenn man das auch machen könnte? Und der hat gesagt, sein System war folgendes. Er kriegt, jetzt kommt meist die E-Mail rein, er liest das E-Mail und schmeißt es weg. Und das war sein System für Wishlists. Weil wenn er das jetzt zum 100. Mal gelesen hat, dann macht es vielleicht ein bisschen, oh, warte, das habe ich schon mal gehört. Und da klingelt es. Und dann mit der Zeit ist es klar, ja, das ist eigentlich etwas, das man braucht, weil genug gefragt wird danach. Das ist irgendwie ein interessanter Ansatz. Aber das ist schlicht, weil ich muss nicht irgendwo Haufen von Sachen, Geo-Tickets oder was auch immer verwalten. Ich muss einfach das spüren dann, wenn ich selber merke, dass das oft genug gefragt worden ist. Man muss Nein sagen können, man muss wirklich die Grenzen wissen, man muss wissen, wo die Grenzen von seinem Produkt, Software, Hardware, was auch immer es ist, sind und sich nicht verleiten lassen, aus diesen Grenzen rauszugehen ohne guten Grund. Immer den Auge auf den, wieder, die Ziele von den Anwendern. Warum baue ich das, was ich mache? Warum baue ich das, was ich baue? Warum hat das überhaupt eine Existenzberechtigung? Noch ein interessantes Beispiel. Ich weiß nicht, vor 5 Jahren ist der iPad rausgekommen und damals war es eigentlich ziemlich neu, diese Idee von einem Tablet. Und einer von den Kritikpunkten, die ziemlich bald aufgetaucht sind, ich kann nicht drucken, gell? Ich kann nicht von dem Ding zu meinem Drucker irgendetwas schicken. Es ist dann später gekommen und ich habe selber schon, ich habe einen HP-Drucker zu Hause, das heißt, es war ganz beschränkt nur auf HP, ich weiß nicht, was für einen Deal die gehabt haben. So viel weiter erinnern, war es wirklich nur HP. Und es war so, dass es eigentlich auch ziemlich gut funktioniert, ist echt cool. Ja, aber eigentlich, Leute, die gesagt haben, spinnt ihr, ihr könnt es nicht mit dem drucken, das Ding wird der Flop sein, weil jeder braucht die Möglichkeit zum Drucken und das war eigentlich überhaupt nicht der Fall. Ich meine, man hat sich mal so behelfen können, gell? Aber es war auch nicht eigentlich der Grund, warum Leute ein iPad gekauft haben. Diese Zielgruppe, die haben das, ich glaube, ziemlich gut erwischt. Das sind Sachen, die
später dann auch auftauchen in solche Systeme, wo die Leute dann erfinderisch werden und andere Sachen machen, mit denen man vorhin nicht überlegt hat. Und da muss man auf das auch eingehen. Zum Beispiel für ich persönlich finde das Ding wäre cool, ein Stylus besser zu unterstützen mit Druck, weil ich finde, für Zeichnen, für Künstler ist das zum Beispiel etwas wirklich Feines. Das wäre schön. Aber das sind die Sachen, die noch gemacht werden können. Und mit dieses Nein sagen, man muss mir immer merken oder daran erinnern, ich kann etwas weglassen im Vorhinein und nicht machen und dann später kann ich das aufbauen und ergänzen. Was sehr schwer möglich ist, ist später was wegzunehmen, weil wurscht wie nutzlos es ist, wird irgendwer und einige vielleicht jammern. Gell? Wenn man etwas wegnimmt, ist es immer schlimm. So, wirklich runterkochen auf das absolute Minimum. Wirklich dieses, was ist das Minimum, von was ich bauen will? Was ist das absolute Ding, das die Leute, die das, was ich baue, was die brauchen? Das Warum. So, nochmal, wer, meine Zielgruppe kennen und hier geht es darum, die Anwender sich hereinzuversetzen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Wirklich das genau, was sie brauchen. Gell? Wer ist es denn? Wer ist das, was ich, wer ist das, der meinen Software verwenden wird oder mein Hardware oder irgendetwas, das ich entwickle? Wie wir diese Welten trennen, haben wir jetzt als Beispiel genommen. Und hier haben wir gesehen, wenn ich entwickle, möchte ich nicht meine Probleme, mit denen ich kämpfe, diese Schleife muss überfahren werden. Das ist mein Problem als Entwickler, nicht den von den Anwendern. Diese Probleme, die ich habe, nicht heraustransportieren an die Anwender. Und es gibt so viele Fälle, wo man das sieht, wo eigentlich das Denken von den Entwicklern ist das, was ich konfrontiert bin. Die Schaltflächen, die ich da vor mir sehe, sind eine Abbildung von der Datenbank, die dahinter steht. Nicht, wie ich über dieses Thema, den ich gerade jetzt bearbeite, nachgebildet ist. Und warum? Warum verwendet jemand überhaupt dieses Ding, das ich baue? Was ist das Minimum, dass ich machen muss, dass es immer noch das macht, was der erwartet von diesem System, sodass da kein Neues ist, gell? Keine irgendwelche überflüssige Teile und Stücke, die ablenken von die eigentliche Arbeit. Da habe ich eigentlich einen Slide zu viel, wir haben rausgenommen. Aber hier wollte ich ein Beispiel durchgehen von etwas, das ich eigentlich sehr beeindruckend gefunden habe. Diese Konzepte, die wir heute besprochen haben, ziemlich gut zusammenfasst. Wer kennt das? Ein paar, okay. Dieses ist ein Thermostat. Ich habe, wie jeder, ich habe auch Heizung zu Hause und ich habe ein Thermostat. Und ich bin eigentlich mit der Heizung sehr zufrieden. Es ist eine Pelletsheizung. Und dieser Thermostat kann alles. Es kann wirklich alles. Wenn ich Party-Modus habe, habe ich einen Party-Modus. Und es hat aber auch... Ich kann überall alle die Sachen anschauen, meine ganze Heizkreise und meine ganze Temperaturen und das und wie die Heizkraft und so weiter und so weiter. Ich kann alles mit dem Ding. Aber oft finde ich, dass ich nicht das kann, was ich will im Moment. Und der das entwickelt hat, das heißt Nest, hat sich auch das Thema Thermostat sich aufgenommen. Und hat überlegt, ja, wie kann man das besser machen? Und wenn wir hier wieder dieses Wer, Wie und Warum durchgehen. Wer möchte Thermostat bedienen? Eigentlich, okay, ehrlich gesagt, keiner, niemand. Gell? Ich möchte einfach, dass die Raumtemperatur stimmt. Das ist jetzt das oberste Gebot, das wir im Hirn haben müssen. Aber jedenfalls, man ist damit konfrontiert. Ich muss immer noch sagen, ob der Raum passt, weil wenn es nicht passt, möchte ich gerne das auch irgendwie mein System kommunizieren. So, aber das Wer ist eigentlich, könnte irgendwas sein. Kind bis älterer Mensch, der nicht so gut unterwegs ist oder nicht so gut sieht. Und so das Simple war irgendwie das Wichtigste da. Ja. Es ist wie das Ding funktioniert, muss man mal beschreiben. Es ist ein Drehknopf. Das heißt, der äußere Rand dreht sich und wenn ich drehe, dann ändert sich die Temperatur. Und eigentlich, was noch cooler ist, es merkt sich das. Das heißt, wenn ich um 6 Uhr früh aufstehe und die Temperatur aufschalte, weil es mir kalt ist in der Früh, merkt sich das.
Dann später kommt jemand und dreht es wieder zurück, weil es zu warm geworden ist, weil die Sonne reinscheint. Und das über Jahreszeiten, weil im Winter scheint die Sonne anders als im Sommer und so weiter. Ja. Und dieses Ding merkt sich alle diese Einstellungen und vergleicht es auch mit den Tageszeiten, Jahreszeiten, die Außentemperatur, alle, die Innentemperatur, alles Mögliche, nimmt er da alles auf und entwickelt ein Programm, das dann schlauerweise das macht, was ich machen will, zur richtigen Zeit. Das heißt, es weiß, dass in den Wintermonaten möchte ich um 6 Uhr aufstehen. Ich weiß eigentlich nicht, wie schlau das Ding tatsächlich ist, aber ich könnte mir vorstellen sogar, dass es vielleicht erkennt Ferienzeiten in gewisse Jahreszeiten, dass es das sogar noch einschätzt. Weiß ich nicht, ob es das macht, aber man kann das ziemlich weit treiben. Gell? So, nach einer Zeit mit dem Ding rumfudeln, die Idee ist, dass ich es nie mehr angreife, weil es weiß inzwischen genau, was ich brauche. Okay. So, das ist irgendwie, wenn man jetzt wieder schaut, wer kann das Ding bedienen, für wen arbeite ich, das ist die ganze Spektrum von Leuten. Jeder kann drehen und schauen, die Zahlen sind groß genug, dass ich sogar ohne Brillen lesen kann. Das ist bei meinem Thermostat, muss ich immer Brillen suchen gehen. Ja. Das Drehen ist eigentlich ganz was Natürliches. Ich weiß, in meinem Auto, das wir voriges Auto, Seat Alhambra, der war eigentlich, hat so beim Einstellung von Temperatur waren Knöpfe, lauter Knöpfe, so rauf für Wärme oder runter für Kälte, aber auch gleichzeitig rauf für Fern raufstellen und Belüftung schneller machen und runter. Und das war, beim Fahren ist das eine Katastrophe, weil ich muss immer hinschauen und dann muss ich nochmal schauen, welche der rauf für den Temperatur ist und welche, es war wirklich blöd. Und das Auto, das wir jetzt gehabt haben, das war eigentlich sogar ein Kriterium beim neuen Autokauf, weil ich möchte einen Drehknopf haben für das. Und jetzt habe ich meinen Drehknopf. Und das ist, ich kann beim Fahren nicht schauen, drehen. So, drehen ist einfach die leichteste, sofort verständlichste Dinge. Gut erwischt irgendwie bei dem Ding. Ja. Und warum? Ich meine, wenn wir jetzt zu dem Warum kommen, warum möchte ich gerne überhaupt einen Thermostat bedienen? Ich möchte keine Thermostat bedienen. Ich möchte das überhaupt nicht. Ich möchte einfach, dass mein Raum die richtige Temperatur hat. So, dieses System denkt schon weiter als sagen, ja, du möchtest gerne Raumtemperatur einstellen, so dass du es siehst. Eigentlich sollte ich weiterklicken, weil es ein schönes Bild so von die Idylle, gell? Wenn ich das einstelle, zum Beispiel hier so, sehe ich, dass es blau ist und er heizt jetzt auf, weil es noch nicht so ein bisschen erreicht. Ich kann in einem Blick auch sehen, was los ist, aber eigentlich das Ziel mit dem Ding ist es, dass ich es nie mehr angreife. Irgendwie witzig, ein Produkt, das ich kaufe, für wenig, wenig Geld, das ich hoffe, dass ich dann nicht mehr antaste, nach dieser Zeit lang verwendet habe. So, eigentlich, es beinhaltet sehr viel da und wieder dieses Entwicklerdenken und Anwenderdenken. Die ganzen Entwicklerprobleme, das sind sicher zuhauf da drin. Es ist sicher sehr komplex, sowas auszudecken und die ganzen Algorithmen. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie erfolgreich diese Nest tatsächlich ist in the wild. Es ist aber schon lange genug draußen, dass Google hat sogar gekauft. So, sie werden schon irgendwie auch, hat eine gewisse, hat sich bestätigt. Irgendwie dieses Entwicklerdenken, diese ganze Energie, die da reingesteckt worden bin, ich bin nicht damit konfrontiert. Ich muss nicht nur das Ding drehen und das war's. Das ist das einzige Interface, das ich dem Ding habe. Okay. So, noch eine Kleinigkeit, ja? Eine Frage, wie schaltet man dann von Fahrenheit auf Celsius um? Gar nicht mehr aus der Celsius. Ich glaube überhaupt nicht. Nein, es ist sicher beim Einstellen, das ist ein Teil, den ich jetzt nicht gesagt habe. Sicher, wenn man das Ding reinbringt, muss man das, oder vielleicht, wenn man es in Europa kauft, ist es gleich auf das sinnvolle Celsius. Genau. Was ist Fahrenheit? Das Ding weiß, wenn du es 20 einstellst, dass das Celsius 74. Gut, der Fliege. Ich wollte aber nochmal ein kleines Beispiel, das ich eigentlich sehr witzig finde, aber einerseits es auch auf den Punkt bringt. Diese Fliege hat im Hauptflughafen in Amsterdam sehr viel Geld gespart. Sehr viel Geld gespart. Und man denkt an eine Fliege jetzt nicht unbedingt an
Sauberkeit, aber es ging genau um das, ist, dass es waren die Reinigungskosten wurden um 80% gesenkt, nach sie diese Fliege installiert haben. Okay. Und das ist eigentlich, es ist ein bekannter Pattern. Wer kennt das Pattern Language? Sagt das jemand was? Okay, ein paar Leute. Pattern Language. Pattern Language wieder, jetzt komme ich wieder zur Architektur- und Softwarewelten. Pattern Language wurde entwickelt von der Architekturwelt, wo man beobachtet gewisse Bauten, Stellen im Bauten und wie die Leute damit umgehen und dass man dort bei diesen Bauten einfach gewisse Sachen genau anschaut. Zum Beispiel eine Türeingang beim Haus. Ja? Ich brauche eine Bank zum Sachen ablegen. Ich soll eine Klingel haben, die leicht zu sehen ist. Ich soll überdacht werden, so nicht drauf geregnet werde, während ich warte. Und diese Pattern Language wurde entwickelt von Architekturprofessoren. Die haben ein ganzes Buch geschrieben, von riesige Patterns, Stadtplanung bis runter zu einem Zen-Fenster, Zen-Window. Und die Softwarewelt hat das auch übernommen und Patterns gibt es in Usability-Welt auch. Das heißt, gewisse Arten und Weisen, Sachen zu machen, haben auch Namen gekriegt. Das ist ein Nudge. Das heißt, ich drücke nicht irgendetwas auf der Person auf, aber ich gebe einen leichten Hinweis, was zu machen ist. Gell? Und wieder, dieses Wer, Warum, Was kann man da auch durchspielen. Wer, wie, meine ich, und wie werde ich jetzt nicht, weil jeder, glaube ich, wird schon eine Vorstellung haben, wie das jetzt geht. Aber es sind die zwei Welten von den Reinigungskräften und die Welten von den Leuten, die ein Pissoir verwenden müssen, die sind nicht immer einig. Gell? Der eine hat es eilig und muss seinen Flug noch erwischen und der andere muss den ganzen Tag da reinigen. Und das ist eine clevere Art, diese zwei Welten zusammenbringen, weil das funktioniert einfach. Aber nur bei 50% der Zielgruppe. Die anderen setzen sich sowieso. Das Mutmaßung. Ja. Ja, aber der Nudge haben wir auch in der Softwarewelt. Zum Beispiel, wenn ich, jetzt wird es nicht jeder sehen können, aber jeder kennt das. Wenn ich hier rüber scroll, man sieht, wie das vorbeigeht. Wenn ich hierher komme zum Schluss, das ist ein Nudge. Es sagt mir einfach, hey, da geht nichts mehr. Und das sind die Kleinigkeiten, die dann nach alles, was wir vorher besprochen haben, zum Schluss, das ist der Schliff, das sind diese Feinheiten, wo alles eigentlich zusammenkommt, wo man, das ist das, der extra Tupfer auf den Ganzen, wenn man das schafft. Ja. Gut, also ich bin sogar ziemlich früh fertig, aber dafür haben wir auch mehr Zeit für Fragen. Ich sage mal danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja, gibt es da irgendwelche Fragen oder Diskussionspunkte, Anregungen, die zu diesem Thema passen würden? Okay, gut, dann würde ich sagen, wir sind somit fertig. Das ist sicher Ausnahme für unser Vortragen heute und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und wenn wir schon bei, ich habe gemerkt, jemand hat sogar für Raspberry Pi für eine Heizung, der Jörg Faschingbauer, Controller, Steuerung, danke, die Steuerung für Heizung, da gibt es einen Vortrag später heute, ich werde auch vielleicht versuchen, dort zu sein. Das wird sicher auch spannend sein, weil es das Thema auch ist von heute. Danke.